So, zweites Special. Ich werde mal versuchen, den Basketballschuss zu treffen, den Teleporter in kleiner Slab kaputt zu machen. Und vielleicht gucke ich mir gleich nochmal an, wo man den Singing Vortigaunt in Water Hazard findet. So, Water Hazard wäre dort. Black Mesa East wird aber erstmal die anderen beiden sein. Das gucken wir uns zuerst an. Ja, komm, lad. So, wir sind jetzt gerade hier in Blackwater East angekommen. Gleich werden wir begrüßt und reingelassen. Lalala. Genau, los, lasst mich rein. I've got something. Okay, it's human. Hello? No shit, Sherlock. Take it easy in there. You're safe now. You'll have to forgive the scanning process. We can't take any chances. Oh. Dr. Freeman? Dr. Freeman, Gordon wo? Freeman? Hinter mir? Is that you? You've made it here this quickly. Well, Eli is going to be amazed, not to mention relieved. I'm Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. I've been hearing about you since long before the Black Mesa incident. Oh, Black Ein Mesa. Groupie. I do so envy you working with Eli and Dr. Kleiner when they are at the top of their field. Ah, there we go. You can come through now. Ja, ist ja gut. You would never forgive me if I kept you waiting. Los. Wir müssen in das Lab. Ich darf nicht mal den Fahrstuhl rufen. Ich bin nicht dazu autorisiert, einen Knopf zu drücken. Eli thinks their portals are string-based, similar to our Calabi-Yau model, but they fail to factor in the dark energy equations. They can tunnel through from their universe, but once they're here, they're dependent on local transportation. If they knew what we were doing with entanglement. Ja, wir sind weit überlegen und sowieso die bessere Rasse. Das wissen wir ja alle. Jetzt fahr in, drück den Knopf. Drück den Knopf. Drück den Knopf. Ich muss nur schnell runter und das blöde Teleporter-Ding kaputt machen, aber nein. Effectively a dimensional slingshot, so we can swing around the border world and come back in local space without having to cross Earth. Oh, here's Eli now. All right, good. You keep right up. Sehr schön. So. Eli, look who I found in the airlock. Gordon Freeman. Let me get a look at you, man. My God, you haven't changed one iota. How do you Das habe ich auch it? Noch als Achievement wahrgenommen, aber es ist wahrscheinlich keins. Können wir mal kurz gucken, ob wir was finden. Bla bla bla, Gain Command. Ja, das kommt bestimmt später im Laufe der Story noch. Ist alles egal. Ne, wir sind erstmal die, die wir machen wollen. Welcome to the lab, anyway. It's not Black Mesa, but it served us well enough. It's going to be a lot more like Black Mesa with Gordon here to help. Right you are. MIT graduates are few and far between these days. We'll get you out of that hazard suit and back into your lab coat, where you belong. Let me just finish up some work, and I'll see what I can dig up. Dr. Freeman, it's been a real honor. I'm looking forward to working together. Feel free to look around. Ja, mache ich ja schon. Magst du mich jetzt mal zu kleiner lassen? Dr. Green, he's the administrator of this whole vile business now. He ended the 7 hours war by managing Earth's surrender. The Combine rewarded him with power. Sehr interessant. Oh, Dr. Freeman, you should stay with Eli.
Go on. I'll rejoin you shortly. Was macht ihr denn hier? Leute überwachen hier. Ist ja grausam. Fine scientist, please. She was up for your job at Black Mesa, but you edged her out with your Innsbruck experience. Hmm. Oh, Gordon. The Vortigaunt said you were here. I can't believe you made it so quickly on foot. I believe you broke your record. Well, he earned it. I guess you proved you can handle yourself out there. There's nothing Gordon can't handle. Oops, the possible exception of you. Dad, please. Na, guck mal, da können wir drüber gucken. Wie schön. Take a look at this, Gordon. Ja, das war ein schönes Spielzeug. Kann ich sogar mit rumspielen, kann nichts mehr machen. Ich möchte bitte weiter. Jetzt nehme ich hier gleich den Labor auseinander. Nein. Fertig geworden. Alex, I thought you were on watch. The Vortigaunts relieved me so I could come see Gordon. Anyway, I should be in here working on the portal. I have the repairs well in hand. Someone misjudged the capacity of the combine thyristor. Are you blaming me? No, not at all. It was a calculation error, not a mechanical problem. Then maybe you should let me do the calculations next time. Komm ich nicht hoch. Alex, really? Sometimes I think you deliberately misunderstand me. Alex, why don't you take Gordon along and give him some practice with the gravity gun? Sure. Come on, Gordon. Let's go have some fun. The zero-point energy field. Ach, das Teleport-Ding war ja auf dem Weg hierhin, quasi in dem anderen Labor, ne? Ja, macht nichts. Da kommen wir gleich auch noch hin. Dann machen wir erstmal nur den Basketballteil. Mal gucken, ob wir das diesmal schaffen. She's one of the main reasons I spend so much time outside. You should hear her drone on about how it should have been her in the Black Mesa test chain. Wir sollten gleich speichern, wenn wir drinne sind. Dass wir dann, falls wir denn das Netz wieder nicht treffen, direkt laden können. That's the old passage to Ravenholm. We don't go there anymore. Naja, haben wir schon. Da gehen wir bestimmt nie hin. Kommst du mal bitte? Jung, agil, stinke langsam. Hey, hey, hey. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Here we are, the scrapyard. This is a gravity gun my father was talking about. Yeah, yeah, komm, gib her. You can call it the zero-point energy field manipulator if you really want to. It's designed for handling hazardous materials, but we mainly use it for heavy lifting. And fun. Give it a try. Heavy lifting and fun. Gib her. Alles klar. The primary trigger emits a charge. Ja, haben wir alles. Wo ist der Ball? Ach, da komme ich nicht dran alleine, wa? Schweinerei. Ja, ist alles weggeskriptet. Hi Doc, komm raus. Wieso hat der sogar eine Matratze hinten bei sich? Der hat hier gar nichts drin, was er gleich nach mir werfen könnte. Ist auch alles wieder gecheatet. Da wollen wir was reinwerfen. Good doggy. Gordon, this is Dog. My Nein, dad wirklich. Built him to protect me when I was a kid. First model was about yay high. I've been adding to him ever since. Haven't I, boy? Okay, Dog, let's play catch with Gordon. You'll need to use the gravity gun.
Go ahead, Doug. Throw. Sobald er gleich den Ball holt, können wir mal speichern. Oh, da war gerade keine Kiste drin. Wo ist denn die plötzlich her? Aha, kaputt. Na komm, noch ein. Gib her. So, das war unser Zeichen zum Speichern. Alright, so. Bin ich wieder so untalentiert wie beim letzten Mal, ne? Ah, das war aber knapp, oder? Tut mir leid, Doc. Naja, wenn Doc mir ein bisschen hilft, können wir das ja vielleicht sogar zeitnah schaffen. Ah. Ah, ganz knapp. Ah, dahinter ist nicht gut. Dahinter kann ich aber wohl am besten, ne? Was ist passiert, wenn man das von unten durchschießt? Kriegen wir auch. Ne, von unten zählt nicht. Wir müssen ja schon von oben durch, scheinbar. Oder waren wir nicht von unten durch? Ne, von unten durch zählt nicht. Und von oben durch bin ich gerade zu doof zu. Was passiert, wenn ich die einfach ignoriere und das trotzdem weiter probiere? Dann fangen die irgendwann an auf mich zu schießen und da ich noch nichts gegen die habe. Wo ist jetzt der Ball hin? Ist der kaputt oder was? Ah. Hier ist er ja. Ah. Ja, ich hab's geschafft. Wunderbar. Mehr wollten wir hier gar nicht. Das heißt, wir können jetzt Verbindung trennen. Und jetzt müssen wir ins andere Büro. Red Letter Day. Das klingt gut. Das Achievement schaffen wir auch fix. Denke ich mal. Funny, you showing up on this day in particular. Voll lustig. Ach ja, ich habe hier noch keine Crowbar und nix. It's a dangerous route to my father's lab, through the old canals. Today we're finally on the verge of having a better way. Ja. Here, let me buy you a drink. Hoffentlich ein Bier. Da fällt nicht mal eins raus. Du schuldest mir noch ein Bier. So. Noch was anderes reinlegen, dass der kaputt geht, oder muss ich einfach nur ein paar Mal hin und her senden? We owe a great deal to Dr. Freeman, even if
Mortal does tend to follow in his wake. I must say, Gordon, you come at a very opportune time. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Nonsense. Your talents surpass your love. Let's just see if this thing works, okay? Well, is it here? There you are. Wie kriegen wir den kaputt jetzt hier? Ich dachte, wir müssen da nur mit rumspielen. We can't keep him here long, Doc. It'll jeopardize everything we've worked for. Don't worry, he's coming for you. That's right, Barney. This is a red letter day. Womit kriegen wir den kaputt? Müssen wir noch ein bisschen mehr Krams vielleicht reinlegen? You mean it's working for real this time? I still have nightmares about that. Oops. No, no. There's nothing to be nervous about. We've made sehr schön. Major strides since then. Major strides. What cat? Doc, since he's not taking the streets, you might as well get him out of his civvies. What? Ja, welche Katze? I almost forgot. Barney, I'll give you the honor. Oh, hier kann man den Schrank öffnen. Aber ist scheinbar nichts Tolles drin. So, aber den Part haben wir jetzt auch geschafft. Wunderbar, der ging sogar etwas schneller. Jetzt ist noch die Frage, Water Hazard, wo könnte sich da ein singender Vortigaunt verstecken? Im Zweifelsfall fahren wir erstmal nach hinten in unsichtbare Wände rein. Oder ist das nur der... Nee, ich glaube, das geht jetzt nicht weiter zurück. Aber ein großes Gebiet absuchen, ich könnte mir vorstellen, dass es da sinnvoller wäre, eben Google zu befragen. Ja, die Sachen haben wir ja alle gemacht. Das sieht fast aus, als wäre, könnte man das als Rampe missbrauchen. Oh. Das letzte Mal haben wir dich da gar nicht gesehen. Ja. Schön. Mal gucken, kommt man da irgendwie hoch? Nee, das ist es wohl nicht. Hm. Da war aber auch nichts drin, beziehungsweise da ging es nicht weiter. Ich besuche das aber trotzdem. Wie habe ich das denn geschafft? Ich gucke trotzdem mal kurz rein. Da hinten ist nichts. Ich möchte gar nicht großartig mit euch spielen. Ich wollte nur gucken, ob es da noch einen Weg gibt, den man vielleicht übersehen hat. Oder vielleicht hinten in so einem Kanal drin reingucken, dass der irgendwo außen steht. Ne, da ist zu. Unsere Fahrkünste waren auch schon mal besser. Aber gut, so. Da nicht. Da scheint es nicht lang zu gehen. Ja, ich will gerade keine Supplies. Ich will einen singenden Vortigaunt finden. Haben wir aber auch schon mal geguckt gehabt. Ja, lass mal eben mal etwas aufladen. So, da geht es aber auch nicht weiter. So. Machen wir erstmal hier das Rätsel wieder. Sofern man hier schon von Rätsel sprechen kann, aber naja, gut. Hier unten gibt es aber auch sonst keinen Weg, wo man irgendwie durchkommen könnte. Also ich habe ja noch die Theorie, dass man halt irgendwie vielleicht den nicht direkt treffen kann, sondern ihn einfach durch irgendein Gitter sieht oder sowas. Das gab es bei Portal 2, glaube ich, an manchen Stellen, dass man Secrets über eine Seite durch ein Gitter gesehen hat oder wenn man dann da durchgeguckt hat, dass sie dann angefangen haben zu singen, da gab es irgendwie der Stelle. Aber
deswegen bin ich gerade darauf erpicht, hier die Gitter uns anzugucken. Aber da ist auch nichts drin. Fahren wir weiter. Ja. Ah. Da ist aber auch ein Fach hier, was wir vorher nicht gesehen hatten, glaube ich. Das heißt, da müssen wir sowieso nochmal eben rein. Ich gehe mal davon aus, dass die Achievements oder dass das Zählen übergreifend funktioniert. Genau, hier waren wir noch nicht drin, den Achievement-Teil haben wir jetzt gekriegt. Haben wir hier irgendwas gehört? Ne, tolle Waffen habe ich nicht, mit denen ich irgendwas springen könnte. Ja, das ist auch zu oder sowas. Hier ist es scheinbar nicht. Man hört nur ein bisschen Grillenzirpen oder sowas. Ja, immerhin haben wir für das andere Achievement einen Teil gefunden. Das ist doch schon schön. Moment, ich guck nochmal eben oben in die anderen Dinger rein. Da ist nix. Da ist nix. Na gut. Mal weiter gucken. Irgendwo soll hier ein singender Vortigaunt sein. Und neben der Tatsache, dass ich gerne mal einen singenden Vortigaunt sehen möchte, ist das halt auch mit Cheaten. Ja, bla bla bla. Heute kann ich ignorieren. Löcher, die ich gerne reingucken möchte. Da ist schon Ende. Da sieht man das Ende vom Tunnel. Hier ist eine unsichtbare... Nee, doch nicht. Ah, cool. Wir haben ein bisschen Munition gefunden, die man vorher noch nicht gesehen hatte. Auch schon was. Und ja, hier, das Ding hat eine Taschenlampe, das hat der Buggy nicht. Aber gut. So, wo könnte man denn, wo würde ich denn einen singenden Vortigaunt verstecken? Nicht an der Oberfläche, weil das würde ja auffallen. Das will man ja nicht. Komm, geh weg. Hat nicht gereicht. Das Level ist noch so weit. Ich glaube, ich... So sehr ich das cool finde, das selber zu treffen. Selber zu finden. Bin ich gerade skeptisch, ob das eine sinnvolle Herangehensweise ist. Erwischt. Die werden da gespendet. Na ja, gut. Aber egal. So. Ach, ich spiele gerade schon wieder mit Boxen, fällt mir gerade auf. Naja. Haben wir uns mal eben voll. Wo oder wie würde ich einen singenden Vortigaunt verstecken? Ich bin mir relativ sicher, dass wir hier beim letzten Mal ziemlich vieles uns angeguckt haben. Und das
wir ihn nicht direkt hier irgendwo sehen werden. Deswegen bin ich gerade so wie von der Hummel gestochen, keine Ahnung, da so lang geheizt. Ja, lass mich in Ruhe, ich habe keine Zeit. Wenn man will, kommt man doch etwas schneller durchs Level, als wir beim ersten Mal durchgekommen sind. So. Ich werde einfach mal kurz nachgucken. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Okay, guys, this video is going to be about in Half-Life 2 Easter egg. I just got done destroying the the helicopter. So weißt du, das ist? Komm mal. Wir müssen noch ein Stückchen weiterfahren. Scheinbar. Würde es sich lohnen, nachzugucken, ob ich noch ein Safe-Game in der Nähe habe, von da, wo wir hin müssen. Weil das ist noch wohl ein Stückchen. Ach du Kacke. Ich werde gut aus dem Maul. Und die halbe Stunde haben wir gleich aufgefüllt. Aber egal, das ist ja ein Special. Eben, weil ich eben HP möchte. Na komm. So. Raus, jetzt kommt der ganze Part. Oh. Eben gucken, was wir noch in Safe Games haben.
Mal gucken, wo das ist. Ja, ich glaube, das müsste es sein. Sehr schön. Ja, komm, wir killen den Heli erst eben, oder? Wo ist er denn hin? Killt uns ja fast hier. Komm, stirb endlich. So. Brav. Das Tor hier eben öffnen. Ja, wir sind fast kaputt, macht nix. Wenn ich das gerade richtig erkannt habe. Und dann scheint meine eine Theorie von vorhin auch gar nicht so verkehrt zu sein. Da muss man nämlich... Ach nö, ach nee, doch da. Gut, dann brauchen wir wohl ein bisschen Leben. Hier steht ja normalerweise genug rum. Haben wir ja beim ersten Playthrough festgestellt. Okay, da vorne ist schon wieder was. Ah, nehmen wir die erstmal. Energie. Ja, Energie ist wahrscheinlich auch genauso gut. Könnte natürlich auch eben in das Gebäude reingehen, da steht nämlich auch einiges rum. Ja, ich glaube, hiermit da die beiden noch. Dann haben wir wohl schon genug, wa? Dann haben wir jetzt schon irgendwie 80 Leben. Ich könnte mir vorstellen, dass das reicht. Dupdidupdidu. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Freeman.
von Herrlichkeit oder so ähnlich. So, jetzt aber mal gucken. Ja, vielleicht ist das auch genau so geskriptet, dass man da wirklich das komplette Leben braucht, aber... Na komm. Letztes Mal wurden wir da ein bisschen geholt. Ja, so. Rennen wir mal durch, soweit wir können. Hat sich ein Publikum gebastelt. We remember the free man. We are coterminous. There is no distance between us. No false veils of time or space made into. We see you still in Black Mesa. Clearly, we see you in the Nihilist's chamber. We bear witness to the bright eternity of the Nihilist's demise. You leap, you fall, we see you flash between the bands. For a brief time you joined us, you are one between. Oh, der hat ihr Essen gesammelt. Naja. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir haben es geschafft, 3 Achievements schnell zu machen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.